Es hat hier vorne noch Platz für die, die noch stehen. Ist gut, sehr gut. Dann begrüße ich Sie herzlich zur Keynote-Session hier im Raum und auch zu Hause an den Bildschirmen. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. BIM in der Landschaftsarchitektur ist unser Thema. Wir haben spannende Referenten hier und Partner mit dem BSLA und die Ost, die diesen Anlass ermöglicht haben. Mein Name ist Christian Garnier, Landschaftsarchitekt, und ich darf euch durch diese Keynote-Session führen. Vielleicht noch kurz zum BSLA und zur Ost. Der BSLA ist der Verband der Schweizer Landschaftsarchitekten mit etwa 220 Büros und ca. 700 Mitgliedern. Ich bin hier als Vertreter des BSLA von der BIM-Arbeitsgruppe, die vor etwa 3 Jahren ins Leben gerufen wurde, um die BIM-Planungsmethode in der Landschaftsarchitektur voranzubringen. Der andere Partner, die Ostschweizer Fachhochschule Campus Rapperswil, ist die Ausbildungsstätte der Deutschschweiz für die Landschaftsarchitekten. Für die Referenten, wir haben 2 Schwerpunkte. Wir haben Christian Graf von der Fachhochschule, der zum Thema BIM in der Ausbildung etwas sagt. Und dann haben wir Lukas Schmid, Adrian Eschbach und Ludger Krabbe, die uns aus dem spannenden Alltag der BIM-Anwendung 2, 3 Mysterien dann erzählen werden. Ich möchte mich auch noch sehr herzlich bei den Sponsoren bedanken: Buri Public Elements, Cimpolin Baustoffe AG und Computerworks. Immer wieder treue Partner, vielen Dank dafür. Ich möchte jetzt gerne das Wort an Christian Graf übergeben und freue mich auf den ersten Input. Vielen Dank. Gut, herzlichen Dank für die Einleitung. Mein Name bereits genannt, Christian Graf. Ich komme von der Hochschule Ost, Campus Rapperswil. Ich bin zuständig für die Ausbildung der jungen Landschaftsarchitektinnen und Landschaftsarchitekten im Bereich BIM. Und da möchte ich Sie kurz mitnehmen, wie die Ausbildung im Moment funktioniert oder wie sie funktionieren kann. Das ist die akademische Sicht, oder? Wir haben 6 neue Module. Module sind Kurse, die die Studierenden auswählen können. Wir gehen die einzelnen Kurse noch durch. Es ist etwas auch meinem Unwissen geschuldet. Ich bin erst seit 3 Jahren an dieser Schule und ich wusste gar nicht, dass man die Kurse nicht einfach selber schreiben darf. Aber das hat auch etwas Gutes. Wir sehen, ein erstes Semester werden die jungen Leute eigentlich an die 3D-Modellierung rangeführt. Wir haben hier eine Bauaufnahme. Das heißt, wir beginnen mit 3D-Modellierung. Es ist noch kein BIM, wir haben noch keine Daten hinterlegt, aber wir haben mehr oder weniger 2D, nur noch sehr wenig im Kurs eigentlich. Wir beginnen mit dieser Bauaufnahme und machen dann weiter im nächsten Semester, das heißt konstruktives Entwerfen. Hier ist die Aufgabe, eine Kleinarchitektur zu entwickeln. Sei es eine Veloständer oder eine Schattenkonstruktion oder wie hier auf der Visualisierung zu sehen, eine Umkleidekabine. Da geht es jetzt Richtung eben Modellierung, haben Sie alle gelernt. Es geht jetzt in Richtung Analyse. Man sieht es hier, eine Schattenanalyse. Das heißt, wir beginnen eigentlich mit den Daten zu arbeiten. Was haben wir überhaupt entwickelt hier? Und was auch verlangt wird, sind professionelle Visualisierungen. Das sind eigentlich die Kurse, die Zielkurse hier. Wir kommen schon ziemlich weit, konstruktiv natürlich auch. Wie funktioniert diese Konstruktion? Wir machen ja keine Kunst, wir machen etwas für Leute. Das heißt, die muss auch funktionieren, sie muss auch halten. Man sieht es im zweiten Beispiel, wir gehen auch Richtung Statik. Wie sind Verbindungen? Ist es geschweißt? Ist es geschraubt? Solche Themen werden diskutiert und auch ausmodelliert. Also das müssen die Studierenden zeigen. Hier, wie funktioniert das? Hier wieder der Schattenwurf. Nehmen viele auf, weil es eine einfache Analyse ist. Die Statikanalyse ist dann ein bisschen schwieriger. Nehmen nicht sehr viele Studierende auf.
Jetzt haben wir einen Hänger, aber wir können das gern noch ausdiskutieren. Nein, es funktioniert. Nächstes Modul, Module nennen wir Kurse. Kurse gehen immer ein Semester lang. Gehen wir eigentlich wirklich dann Richtung I, also die Information im BIM, und analysieren das Projekt. Hier ist die Aufgabe, zuerst einen Entwurf zu machen, einer Freiraumgestaltung, einer Schule oder Hotel oder wie auch immer. Das ist das Erste, die komplette Entwässerung dreidimensional aufzuarbeiten und zu berechnen. Und dann gehen wir Richtung Kosten. Wir ziehen eigentlich die Mengenermittlung aus dem Modell und generieren einen Kostenvoranschlag. Das ist hier das Ziel, also erstes Mal eigentlich wirklich diese Daten zu analysieren, zu strukturieren, aufzuarbeiten, auch teilweise zu Visualisierung. Das ist hier eigentlich dann das Thema hier. Was wir ebenfalls in diesem Kurs machen, ist eine Devisierung. Da stehen wir aber noch etwas an. Wir haben jetzt zwei, drei Methoden ausprobiert, direkt ab Modell ein Devi zu generieren. Aber das ist noch nicht so weit. Also jeder, der das kann oder so, soll doch nachher schnell zu mir kommen. Da haben wir, glaube ich, wie alle das Problem irgendwie mit den virtuellen Arbeiten. Wie modelliere ich eine Baustelleneinrichtung, eine Zwischentransport etc. Da stehen wir auch an. Es gibt Lösungsansätze. Ich hoffe, dass wir das in sicher zwei Jahren eigentlich den jungen Landschaftsarchitekten mitgeben können, wie das genau funktioniert. Dann haben wir hier einen Kurs. Die Digitalisierung der Schweizer Bauwirtschaft schreitet mit großen Schritten voran. Davon bleibt die Landschaftsarchitektur nicht unberührt. Der Studiengang Landschaftsarchitektur verfolgt seit einigen Jahren das Ziel, die Studierenden in den neuen digitalen Bautechniken auszubilden. In der Landschaftsarchitektur benötigen wir oft Höheninformationen unterhalb der Baum- und Strauchschicht. Um die gewünschten Informationen zu erhalten, verwenden wir in der Ausbildung einen mobilen Handlaserscanner. Das neu konzipierte Modul BIM2Field hat zum Ziel, den Studierenden einen durchgängigen Workflow im Umgang mit digitalen Daten aufzuzeigen. Mit dem digitalen Geländemodell als Grundlage wird von den Studierenden anschließend ein Projekt erstellt. Das fertig ausgearbeitete Projekt wird nun auf die Datenaustauschplattform BIM360 hochgeladen. Sind die Daten erst einmal auf der Plattform vorhanden, so können sie mit jeglichen Geräten eingesehen und weiterverwendet werden. Mit der Totalstation kann direkt auf die in BIM360 gespeicherten Daten zugegriffen werden. Ist ein Punkt im Modell ausgewählt, so wird dieser direkt mittels Laser auf die dafür vorgesehene Stelle projiziert. Ist eine Absteckung mittels Laser nicht möglich, so kann alternativ auch ein Prisma zu Hilfe genommen werden. Mit den in diesem Modul verwendeten Geräten ist es möglich, dass alle Arbeiten von einer Person alleine ausgeführt werden. Simpel. Effizient. Zukunft. Einfach cool. Also Sie sehen, die jungen Leute sind noch top motiviert, oder? Die haben noch nichts gebaut. Die kamen da völlig weiter. Ich wollte eigentlich noch kurz erklären, wie der Film zustande kam. Ist ein Corona-Film, oder? Wir hatten kein Publikum mehr, wir hatten keine Studenten mehr, wir hatten gar nichts mehr. Da haben wir uns überlegt, solche Kurzfilme zu machen. Auch eben diese Modulbeschreibung ist eigentlich völlig neu. Also wir beschäftigen uns auch eben mit der Ausführung, also wie bekommen wir jetzt die digitalen Daten überhaupt auf die Baustelle? Also eigentlich im ganzen Bereich der digitalen Transformation beginnen wir zu arbeiten. Jetzt sind wir schon im obersten Semester oder im zweitobersten Semester eigentlich, gibt es sogenannte Vertiefungsgebiete, das heißt, die Studierenden können sich selber ein Ziel setzen. Hier war das Ziel, eine automatisierte Pflanzliste zu generieren mit verschiedenen Programmen. Das ist ja eigentlich unsere Bauteilliste, dass das funktioniert. Das hat am Schluss so ausgesehen, also Kurzvisualisierung. Aber der Mehrwert ist eigentlich immer, dass ich eine Pflanzliste hinter dem Pflanzplan hinterlegt habe. Und wenn ich etwas lösche im Modell, dass es dann auch
in der Pflanzliste, die dann direkt an die Baumschule geht, ebenfalls nachgeführt wird. Ein Projekt, das ähnlich funktioniert, ist auch eine Vertiefungsarbeit. Hier haben wir so ein bisschen an der Visualisieren, an der visuellen Programmierung gekratzt. Dynamo nennt sich das. Das ist dann aber so eigentlich das Ende. Wir haben eigentlich immer noch den Grundsatz, Landschaftsarchitekten auszubilden und nicht Informatiker. Aber da überschneiden sich die Geschichten. Hier ging es darum, eine Baumverteilung, Automatisierung herzustellen. Hat am Schluss dann doch noch ganz gut funktioniert. Der Verfasser sitzt auch hier im Publikum. Ich kann Sie gerne nachher auch noch bekannt machen, was funktioniert hat und was eben nicht. Genau, ebenfalls ein Abschlussprojekt. Oder wir sind jetzt eigentlich in der Bachelorarbeit. Das ist die Abschlussarbeit, das ist das Masterpiece der jungen Leute. Eine komplette Umgebung zu generieren und aufzubauen mit Entwässerung, mit Kosten, mit Devisierung. Abgegeben wird ein Modell auf einer Plattform, einer CD-Plattform. Es wird dann auch geprüft von den Dozierenden mit der VR-Brille. Wir haben so immer so rund 10 Studierende, die das abgeben. Und wenn sie dann so 10 Modelle mit der VR-Brille geprüft haben, oder dann sehen sie am Abend Tote rumlaufen. Oder das ist einfach so, kennt jeder, der mit diesen Sachen arbeitet. Es ist einfach ganz klar, jeder Fehler kann vergrößert werden. Jede Unachtsamkeit im Modell wird gnadenlos eigentlich aufgezeigt. Das hat Vor- und Nachteile. Wir mussten auch das Bewertungssystem ein bisschen anpassen, weil mit dem alten Bewertungssystem auf Plänen kann man dann das, was man nicht so genau weiß, einfach dann zudecken mit einem Baum oder so. Geht nicht mehr. Man kann das ganze Modell drehen und die ganze Entwässerung eigentlich überprüfen. Das ist eigentlich hier neu. Also totale Transparenz. Und ich habe hier noch etwas mitgenommen. Kann jeder schnell sein Smartphone zur Hand nehmen, ein QR-Code wählen und Sie stehen in einer Bachelorarbeit von letzten Herbst. Eigentlich ist ein Innenhof, sollte ziemlich gut funktionieren, ist auch Standard geworden, dass Sie auf den Dokumenten, die Sie abgeben, noch QR-Codes Ihrer Modelle eigentlich abgeben. Das vereinfacht einfach auch, dass man nicht immer die ganze Apparatur braucht und AR-Brillen oder VR-Brillen, sondern man kann ziemlich easy eigentlich in diesem Innenhof sehen Sie oder sollten Sie sehen, eigentlich rumlaufen. Gut, das war's vom Rapperswil, von der Ausbildung. Sie sehen auch, was Sie verlangen können von den jungen Personen und dann übergebe ich ganz gern den drei jungen Nachfolgern. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Christian. Ich möchte euch auch im Namen von uns begrüßen. Das ist Ludger Krabbe, Lukas Schmid und mein Name Adrian Eschbacher. Wir werden Ihnen jetzt einen kleinen Einblick zeigen, wie wir das im Alltag erleben, was wir so ein bisschen als wichtige Punkte eigentlich mitnehmen, sowohl für die Arbeit im Landschaftsarchitekturbüro, aber auch, was denn Leute von uns erwarten dürfen. Wir haben das so ein bisschen in drei Teile geteilt, die uns oder die allgemein, diese Begriffe kommen immer wieder vor in dieser BIM-Welt. Und ich würde dann auch gleich mit dem ersten beginnen, mit der Kommunikation. Wir finden es wichtig zu wissen, das Modell in jeder Hinsicht ist eigentlich ein Tool zum Mittel der Kommunikation. Das ist wichtig zu wissen und auch immer wieder sich im Hinterkopf zu behalten, was möchte ich eigentlich mit diesem Modell zeigen, was möchte ich mit diesem Modell kommunizieren. Da gibt es natürlich verschiedene Arten der Kommunikation, dass man da weitergeben könnte. Zum Beispiel der erste, der offensichtliche Punkt ist eigentlich die visuelle Kommunikation, also dass man mit sehr wenig Information in diesem Bild, das ist ein Gipsmodell-Rendering, da hat es keine Farben, keine Materialitäten dahinter und trotzdem weiß jeder hier im Raum circa, wie dieses Projekt aussehen könnte. Ein weiterer Punkt, den man hier natürlich sehr gut sieht, sind, wenn es gewisse Ungenauigkeiten gibt, wie beispielsweise da neben der Treppe, wo man dann merkt, die Böschung funktioniert nicht so richtig. Das würde man beispielsweise auf einem Plan nicht unbedingt auf Anhieb sehen. Im Modell ist das völlig klar und man beginnt ganz anders über die Projekte zu sprechen. Man kann das natürlich dann auch relativ schnell in Verkaufs-
Modelle umwandeln, wo man dann die Kommunikation mit der Bauherrschaft oder mit anderen Projektpartnern sehr schnell auf ein anderes Level bringt als mit allgemeinen Plänen, Schnitten und so weiter, wo man dann plötzlich darüber diskutiert, ja, warum ist jetzt diese Stufe da so hoch oder wieso gibt es da keine Treppe? Einfach solche Diskussionen werden in unseren Plänen viel weniger wahrgenommen als in unseren Modellen. Wie Christian vorhin auch schon gesagt hat, so Schattenanalysen, das ist rein visuell eine Kontrolle, aber man kann auch damit Dinge begründen. Warum haben wir jetzt unser Pflanzkonzept genau so angepasst, dass es eben in sonnigen Bereichen dann eher nicht die schattenliebenden Pflanzen gibt, sondern halt wirklich das auch angepasst ist. Oder wieso, dass es vielleicht auf gewissen Plätzen mehr Beschattung durch Bäume braucht. Das ist relativ schnell in solchen Schattenstudien, die so als Nebenprodukt dann auch verwendet werden können, ablesbar. Spannend wird es auch dann in der Zusammenarbeit. Wenn man jetzt das linke Bild hier anschaut, dann kann man sich schon ein bisschen vorstellen, wie das Ganze funktionieren soll, aber erst mit dem rechten Bild merkt man dann auch, wie die Topografie funktionieren könnte. Das ist in der Zusammenarbeit im Büro selber, also unter den einzelnen Mitarbeitern, sehr viel einfacher zu kommunizieren, was wo passieren soll. Aber auch nach draußen mit anderen Fachplanern funktioniert das viel besser. Da habe ich diese zwei Beispiele mitgebracht. Das ist der Vorteil, der wird einem offensichtlich erst klar, wenn man wirklich mit Leuten zusammenarbeitet, die meinen, sie verstehen die Pläne. Und dann plötzlich sieht man das im Modell. Und diese Fehler würde man in den Plänen nicht offensichtlich sehen. Also da ändert sich die Kommunikation, weil man muss dann nicht mehr fünfmal sagen, dass diese Leitung im linken Bild aus dem Boden rausschaut, sondern jeder sieht das und die Anpassung wird relativ schnell dann auch übernommen, ohne große Diskussion. Oder auf dem rechten Bild der Klassiker, die Tiefgarage, die zu wenig Überdeckung hat. Auch solche Dinge, man kann dann viel schneller darüber kommunizieren, was soll jetzt angepasst werden. Das ist auch in diesem Fall hier ein kleines Beispiel. Da ging es darum, man hat die Modelle zusammengesetzt, hat gesehen, das rechte Fenster, das funktioniert da nicht so gut. Der Architekt hat dann geschrieben, man muss das Terrain anpassen. Wir konnten dann zurückschreiben, ja, kann man das Fenster weglassen, kann man das Fenster halbieren. Und jeder hat sich seine Lösungen aufgeschrieben, was sind die Vor- und Nachteile, und an der Sitzung wurde dann mit dem Bauherr zusammen auch entschieden, was ist jetzt die Lösung an diesem Ort, und da kann man sehr schnell dann auch wieder grafisch überprüfen, ob dann diese Lösung eine Woche später richtig eingearbeitet wurde. Da ändert sich wirklich die Kommunikation, weil es einfach viel schneller am Problem orientiert ist und man nicht auf das Problem zuerst hinweisen muss. Weiter geht es dann auch in der Informationskommunikation. Da gibt es einerseits so ein bisschen die Standardsinformationen. Also da wird dann auch über die Standards Ludger noch ein bisschen weiter darauf eingehen. Das sind so Dinge wie Abflussbeiwerte, Kosten und so weiter. Die kann man sehr einfach dem Modell hinterlegen und man hat immer die Übersicht, kann Auswertungen daraus machen, ohne dass man da groß immer alles wieder neu irgendwie in eine Excel-Liste nachführen muss, die nach dem Abspeichern eigentlich schon wieder nicht mehr aktuell ist. Man kann aber auch ein bisschen großflächiger denken. Man kann da so Raumbücher eigentlich anlegen, wo man dann so Informationen hinterlegt. Wie sieht diese Charaktere des Außenraums aus? Was sind die gewünschten Elemente, die da drin sein sollen? Man kann dann das auch auswerten. Und so kommuniziert man halt einfach viel schneller, auch mit der Bauherrschaft. Wenn sie mal ein Konzept gut geheißen haben, dann können wir das immer im Modell wieder abbilden. Und wenn sich was ändern sollte, kann man das immer wieder mit diesen Raumbüchern abgleichen. Oder auch hier praktisch, wenn man dann wirklich auch Räume anlegt, da sieht man jetzt auf dem linken Bild einen Raumbedarf für einen Unterflurcontainer. Also wenn der geleert wird, braucht er natürlich mehr Platz, als wenn er im Boden drin versenkt ist. Und wenn man das im Modell hinterlegt, dann kommt hoffentlich niemand auf die Idee, in diesem Bereich einen Balkon anzubringen am Gebäude.
Also das ist dann auch so eine gewisse Art Sicherung unserer Interessen im Außenraum. Und das ist völlig banal, einfach ein Körper aufgezogen und informiert, dass das der Platzbedarf ist. Auf dem rechten Bild dann der Nachweis der Feuerwehrzufahrt, wo die Lichtraumprofile überprüft werden können. Also alles relativ simpel und man informiert die Leute viel, viel schneller, als wenn man das mit alles Einzelschemen und so weiter nachweisen müsste. Das sind so ein bisschen die praktischen Informationen, die wir hinterlegen können in der Kommunikation. Es geht aber auch natürlich noch viel weiter. Beispielsweise haben wir hier einen Ausschnitt der Strategie Hitzeminderung der Stadt Zürich oder obendran von der Stadt Halle, wo sie den Leuten erklären, was ein Baum leisten kann. Wir haben auf der rechten Seite eine Auswertung über den Öko-Index von Gehölzen. Und solche Dinge können wir sehr einfach in unsere Modelle hinterlegen. Und damit kommunizieren wir nicht mehr nur auf schönen Grafiken und irgendwelchen Schemen, wo wir dann später irgendwann im Projektverlauf wo die nicht mehr abgebildet werden, sondern wir haben die immer in unserem Modell drin und wir wissen immer, was unsere Umgebung leistet, was da für ein Wert dahinter steckt. Beispielsweise hier ein Beispiel, wie man das klassisch macht mit dem Plan oben rechts und dem Schnitt unten, wo man sieht, wie die verschiedenen Beläge eigentlich angedacht sind, welche Materialität da dahinter ist. Und dann unten braucht es dann den Schnitt, um zu erklären, was dann eigentlich da genau passiert. Oder man macht es eben alles im Modell, hinterlegt diese Eigenschaften im Modell, weiß dann, wie viel der Abflussbeiwert dieser einzelnen Flächen ist. Und man kann so dann eigentlich das Unsichtbare im Modell auch sichtbar machen. Das sind so Potenziale, die wir sehen in der Kommunikation, wie wir unsere Projekte, unsere Umgebungen auch verkaufen könnten. Mit dem wirklichen Konjunktiv, weil gewisse Dinge einfach momentan noch nicht gehen. Da werden jetzt meine beiden Nachredner auch noch darauf eingehen. Ich gebe das Wort gerne an Lukas weiter, der das Thema Koordination übernehmen wird. Ja, danke vielmals, Adrian. Mikrofon tut, sehr gut. Ich werde gleich auf die Koordination eingehen und zwar sind das gemäß uns folgende Themen, die ihr hier lesen könnt. Wir könnten natürlich hier noch das Feld aufspannen, mehrere Themen nehmen und ein Buch schreiben darüber, aber wir schneiden das ja in diesem Zeitrahmen nur an. Ich werde insbesondere auch auf Potenziale jetzt ansprechen, die für unsere Branche natürlich greifbar sind mit dieser BIM-Methodik. Ich beginne gleich mit den Grundlagendaten. Das ist vielfach ein Thema für uns oder für sämtliche Fachdisziplinen. In dieser BIM-Methodik könnte das aus einer Hand stammen. Dann hat jeder eben diese One Single Source of Truth. Jeder hat seinen Kontextbezug, eine Qualitätssteigerung und entsprechend eine Kostenoptimierung und unnötige Planungsloops werden so eigentlich verhindert oder eben gefördert. Für das müssen wir aber den Informationsbedarf kennen für die Fachplaner. Wir müssen wissen, wie wir diese Daten zusammenführen und woher diese Daten kommen. Vielfach nutzen wir heute Swiss-Topo-Daten oder eben dann GIS-Systeme von Kantonen, die sehr unterschiedlich sind in der Bezugsmechanik, auch in der Bedienung dieser. Und meistens erfordert es dann doch noch ein Telefonat mit einer Stadt oder Gemeinde. Eben diese Szenerie ist sehr unübersichtlich und das sorgt dafür, dass dann die Fachplaner jeweils wieder ihre Daten selber irgendwo besorgen und niemand hat dann den Kontextbezug. Hier ist der Landschaftsarchitekt prädestiniert dazu, mit diesem Kontext arbeiten wir tagtäglich und so könnte eine BIM-Datengrundlage aussehen. Damit zusammenhängen natürlich die Referenzierung. Wir arbeiten mit dem Landeskoordinatensystem. Wir sehen auch den digitalen Zwilling, auch dort, wo er dann effektiv gebaut wird. Und eben damit genannt das LV95. Es lohnt sich auch, den Landschaftsarchitekten relativ früh schon ins Projekt zu holen. Das ist jetzt an die
an die Architekten gerichtet und andere. Es lohnt sich dann einen Testaustausch, wie ihr da unten rechts im Bild sehen könnt, mit einfachen Elementen und nicht schon einen fortgeschrittenen Projektstand austauschen zu müssen. Eben damit verhindern wir extra Loops in der Planung, wir verhindern unnötige Zeitverschwendung. Und hier seht ihr ein Beispiel, wie ein Modell dann eben später in einem fortgeschrittenen Projektstand dann zusammengeführt wurde. Man hat die Drehung nicht beachtet beispielsweise. Oder bei linearen Projekten könnte das auch die Erdkrümmung sein, die da schon am Anfang solche Probleme aus dem Weg gegangen werden können. Eben der Landschaftsarchitekt kennt sich aus mit Referenzierung, daher bitte das proaktiv aneignen oder an euch reißen. Ja. Kommen wir zur Koordination der Umgebung. Eben wir nennen oft den digitalen Zwilling. Dieser sollte eben auch die gesamten Fachwerke der Umgebung umfassen. Heute ist es vielfach so, dass dann nur die Topografie abgebildet wird, ein Baum oder was auch immer noch dazugehört. Aber was da auch dazugehört, sind die ganzen Fachwerksdisziplinen außen, also sprich Werkleitungen beispielsweise. Jeder kennt das, der schon geplant und gebaut hat. Irgendwann treffen diese Werkleitungen auf die Baumgruben. Und wenn das sichtbar ist in einer Fachkoordination Umgebung, kann natürlich da schon entgegengewirkt werden. Wir schaffen diesen Kontextbezug für die anderen Fachdisziplinen, wenn wir das abbilden. Damit sorgen wir für Transparenz und eben wieder eine Zeitoptimierung und damit verbunden natürlich Kosten. Also die Schnittstelle Hausfassade, die jedem hier was sagt, kann so natürlich verhindert und umgangen werden. Ein weiteres wichtiges Thema, was auch immer wichtiger wird und das Thema ist für den Landschaftsarchitekten, ist das Regenwassermanagement. Wir können im Modell visuelle Prüfungen vornehmen, damit verhindern wir diese technisch anmutenden Sicker- und Retentionsanlagen, die dann schon schön eingezäunt sind mit einem Maschendrahtzaun. Wir schaffen so eben die Nutzungs- und Aufenthaltsqualität in der Umgebung mit Hilfe des BIM-Modells und einer visuellen Prüfung. Damit unterstützt kann das werden mit Datenhinterlegung. Also wir sehen hier ein Beispiel Flächen, die dann den entsprechenden Entwässerungselementen zugeordnet wurden. Rechts oben sehen wir ein Dynamo-Skript, das dann das Ganze auch dynamisch anpassbar macht. Also wenn irgendetwas umgeändert wird in den Flächen, kann das per 2-3 Mausklicks dann angepasst werden und es spuckt uns einen neuen Regenwasserabfluss bei Wert aus. Also eben diese Regenwassermanagement-Gesamtkonzepte für den Gesamtbau sollte sich der Landschaftsarchitekt auch proaktiv aneignen. Das heute viel zu selten passiert. Kommen wir zur vermeintlichen Paradedisziplin des Landschaftsarchitekten. Immer, ich formuliere jetzt ein bisschen überspitzt, immer wenn der Architekt mit der Topografie nicht mehr zurechtkommt, wird dann ein Landschaftsarchitekt noch dazu geholt. Der regelt dann das mit der grünen Haut irgendwie noch und so. Und ja, wir wollen nicht so gelesen werden, wir haben viel, viel mehr drauf, was in der BIM-Methodik sein könnte oder abgebildet werden könnte, ist natürlich der Untergrund. Wir können diesen modellieren mit einer entsprechenden Datengrundlage und entsprechend die Hydrologie und Geologie darstellen und auch wieder den anderen Fachplanern ersichtlich machen. Was bringt uns das? Eine entsprechende Massentransparenz. Diese wird vielfach auch gewünscht von der Bauherrschaft, aber diese bearbeitet in der Umgebung eben dieser Fachwerksmodell Umgebung nicht unbedingt jemand. Und auch da wieder Landschaftsarchitekt, Riesenpotenzial. Er ist der Einzige, der dann schlussendlich auch die Höhen im Griff hat und entsprechend auch den Untergrund steuern muss irgendwie. Thema Logistik. Jedem hier im Raum, der schon mal auf der Baustelle tätig war, dem sagt das Wort Gerüstabbau etwas. Wir haben da vielfach fehlende Kommunikation, wir kommen dann auf die Baustelle und müssen dann als erstes zur Kenntnis nehmen, dass da eine Zeitverzögerung stattfinden wird. Wir müssen die ganze Planung nochmals umändern und eben hier wäre der Landschaftsarchitekt prädestiniert, dieses Thema
auch an sich zu reißen und zu unterstützen. Und das BIM-Modell dient uns dabei erst in erster Linie als Kommunikationsmittel. Wir können hier mit temporären Nutzungen, insbesondere in öffentlichen Projekten, natürlich Flächen reservieren, im Projektteam miteinander besprechen und diese Flächen eben reservieren. Und was wir dann mit einer Datenverknüpfung machen können, sind diese Elemente zuordnen, mit einer Zeitschiene hinterlegt. Und entsprechend auch wissen wir, wann, wo, was angeliefert wird, wann, wo, welche Fläche benötigt wird. Und das hat der Landschaftsarchitekt im Endeffekt im Griff, weil er als letztes oder der Gartenbauer dann als letztes auf die Baustelle kommt. Thema Produktion. Wir haben sämtliche Elemente im Modell abgebildet. Wir können die auch weitergeben an die Produzenten. Vielfach fehlt es da an Kommunikation heutzutage. Wir sprengen diese Elemente, was schade ist, führen sie wieder in eine 2D-Planung zurück, geben sie den Produzenten, der baut sie wieder in 3D auf. Hier lohnt es sich auch mal nachzufragen, was da möglich ist. Und wir verhindern ebenso durch eine Weitergabe im Fließbandprinzip dann ein Zufallsergebnis. Wir haben eine Datenverknüpfung auch hier, die möglich ist. Hier sehen wir beispielsweise in der Mitte eine Gewichtsberechnung, die auch wieder dynamisch anpassbar ist. Wir können eine Zuordnung auf der Baustelle gewährleisten mit einer Indexierung dieser Elemente. Und was auch nicht zuletzt dann möglich ist, ist ein Ausführungsplan mit diesen Elementen. Eben für diese Produktionsprozesse, Kommunikationsprozesse erforderte Standards. Und damit möchte ich das Wort gleich an Ludger weitergeben. Ja, super, vielen Dank. Ja, genau, also jetzt haben wir gesehen und gehört, was möglich ist in der BIM-Methode und wie wir gestalten und wie auch die BIM-Methode schon erfolgreich umgesetzt wird. Die Vorteile sind offensichtlich und es stellt sich natürlich die Frage, warum nicht in jedem Projekt und in jedem Büro genauso geschafft wird. Aus unserer Sicht ist der Schlüssel zur erfolgreichen und effizienten Umsetzung der BIM-Methode die Kooperation zwischen den Landschaftsarchitekturbüros bzw. der Branche selber. Insbesondere möchten wir die Fragestellungen und Herausforderungen im Rahmen des Planungsprozesses, der Modellierung, der Modelldetaillierung und der daraus resultierenden Auswertung darstellen. Außerdem möchten wir dann die nötigen Entwicklungsschritte, damit wir diese BIM-Methode erfolgreich anwenden können, darstellen und somit durch Kooperation zu einem Gelingen bei der Anwendung der BIM-Methode einen Beitrag leisten. Also es geht um Kooperation und Zusammenarbeit. Und was sind da die Grundlagen einer erfolgreichen Zusammenarbeit? Das sind natürlich zwischen Respekt und Wertschätzung natürlich auch die einheitlichen Workflows, Standards und Strukturen, die in der Planung gegeben sein müssen. Hier mal ein kleiner Vergleich von der klassischen Planung zur BIM-Methode. Links ist alles eher nicht so gut, rechts ist alles super. Ja? Das ist natürlich nicht so. Beide Methoden haben ihre Stärken und ihre Schwächen. Vor allem geht es darum, in der klassischen Planung finden sich die meisten Beteiligten eigentlich schnell zurecht. Es gibt etablierte Workflows, es gibt eine klare Aufgabenstellung, es gibt klare Anforderungen, was die Pläne leisten müssen, standardisierte Leistungsbeschriebe und einheitliche Sprachen und Systeme. Die Planungsinstrumente, so wie wir es gerade schon gehört haben, sind aber fehleranfällig, benötigen viel manuelle Arbeit und die Möglichkeiten sind einfach begrenzt. Und es fördert natürlich auch eine isolierte Betrachtung je nach Gewerk. Die Stärken der BIM-Planung haben wir ja jetzt gesehen. Und was noch fehlt, sind eigentlich die einheitlichen Standards und Strukturen, um diese auch erfolgreich weiter umzusetzen. Genau. Ziel ist es eigentlich, die Stärken der klassischen Planung in den BIM-Prozess zu integrieren, die Standards und Prozesse neu zu definieren und irgendwann sprechen wir womöglich bei der BIM-Planung von einer klassischen Planung. Es hat aber natürlich auch eine Auswirkung auf den ganzen Planungsprozess, wenn wir die BIM-Methode anwenden.
Man spricht von einer Prozessverschiebung, also der Leistungsaufwand ist künftig nicht mehr in den späteren Phasen zu finden, sondern bereits in den frühen Phasen durch das Anlegen von 3D-Modellen oder das Erstellen von Vergleichen und Varianten fällt der Arbeitsaufwand eigentlich schon in frühen Phasen an. Der Vorteil ist aber, dass anhand von diesen Vergleichen und Varianten grundsätzliche Entscheidungen schon früh getroffen werden können in einem Projekt. Die Änderung der Rahmenbedingungen oder Projektanpassungen in späten Phasen können anhand des 3D-Modells oder des Datenmodells geprüft werden und somit ist eigentlich relativ schnell klar, welche Auswirkungen eine Anpassung hätte und man hat es eigentlich zentral in einem Modell abgebildet. Ein weiterer Vorteil, das hat auch der Adrian schon gesagt, ist die leicht verständliche Kommunikation anhand des 3D-Modells, sodass vorab schon ein Teil von allfälligen Änderungswünschen nach Erstellung des Bauwerks durch die Auftraggeberin eigentlich ausbleiben. An diesem Beispiel wird es, glaube ich, noch mal ein bisschen deutlicher. Also in der klassischen Planung benötigt es einfache Textfelder, dessen Informationen nicht weiter verknüpft sind. Und damit sind sie eigentlich statisch und das Potenzial wird eigentlich nicht genutzt. Es ist keine besonders intelligente Nutzung von den Texten, die wir erstellen. Die räumlichen Auswirkungen werden halt in Maßketten festgehalten, was bei so einer Mauerhöhe manchmal recht abstrakt ist. Also wenn wir da Varia-Höhen angegeben haben, benötigt es schon viel Vorstellungskraft, wirklich sich vorzustellen, wie so ein Detail im Raum wirkt. Das ist im 3D-Modell natürlich schnell kommuniziert. Mit der BIM-Methode werden also die Informationen direkt mit den Geometrien verknüpft. Es entsteht eigentlich ein umfassendes Abbild von der Umgebung mit ihren Bauteilen. Die Anpassungen können mit relativ wenig Aufwand in den Geometrien oder in den hinterlegten Daten angepasst werden. Und dann hat man alle notwendigen Daten eigentlich, die Abmessungen, Kosten und alles, was man benötigt, jederzeit aktuell und diese können auch immer abgefragt werden. Natürlich macht es keinen Sinn, bereits im Vorprojekt sämtliche Informationen zum Bau oder zum Unterhalt zu definieren und zu verknüpfen. Welche Informationen überhaupt für die Erstellung und für den Unterhalt von der Umgebung benötigt werden, legt eigentlich die Auftraggeberin fest im AIA, Auftraggeberinformationsanforderung. Und dann wird entschieden, was benötigt wird für das Bauwerk. Und diese Informationen, die dann angefordert werden, werden im BIM-Abwicklungsplan, im BAP, festgeschrieben und dort wird auch festgehalten, von wem, zu welchem Zeitpunkt, welche Information da sein muss. Und jetzt wird es ein bisschen knifflig. Und zwar bei einem Bauteil, wo die Geometrien oder ein Bauteil wird definiert durch die Geometrie und die angehängte Information. Wie detailliert die Geometrien und Informationen des Bauteils zur jeweiligen Planphase vorliegen, wird abgeleitet durch das Level of Information Need. In der Praxis sieht das eigentlich am Beispiel einer Bank so aus, dass in frühen Planphasen die Bank als einfacher Volumenkörper dargestellt wird und im weiteren Planungsverlauf weiter detailliert wird. Die zugehörigen Informationen werden präzisiert und somit entsteht eigentlich ein vollständiges Abbild des Bauteils mit den notwendigen Informationen. Hier besteht derzeit das Problem, dass kein brancheneinheitlicher Objektkatalog existiert. Beziehungsweise ist es eigentlich auch nicht klar, welche Information tatsächlich in welcher Planphase vorliegen sollte. Derzeit wird das, wie wir gerade erfahren haben, eigentlich durch die Auftraggeberin definiert und welche Informationen wann gewünscht werden. Die Möglichkeiten und Potenziale der Landschaftsarchitekturmodelle werden dabei nur bedingt berücksichtigt. Also alles, was wir vorher gesehen haben in den beiden Vorträgen, ist im Moment noch relativ aufwendig zu bestellen und auch die Aufwandsabschätzung durch die Büros jedem Büro eigentlich selbst überlassen und das ist schwierig, das abzuschätzen. Und es lassen sich dann natürlich aus diesen Modellen auch umfangreiche andere Daten und Simulationen abbilden. Also das 3D-Informationsmodell ist relativ klar, dann die nächste Dimension wäre die Bauzeitensimulation, die 5D
5. Dimension die Kostenermittlung und die 6. Dimension ist Bildmodelle, wie es dann tatsächlich ausgeführt worden ist. Und dann der Unterhalt in der 7. Dimension. Man spricht sogar schon von einer 8. Dimension, wo der Rückbau gleich inkludiert wird in die Modelle und das auch abgebildet werden kann. Am meisten interessiert uns heute die 5D Kostenermittlung. Die automatische Kostenermittlung ist natürlich praktisch. Also wir haben alle Mengen bei uns im Modell hinterlegt. Das Modell ist immer aktuell und können somit relativ schnell herausfinden, was die Landschaft, die abgebildet wird, eigentlich kostet. Problematisch dabei ist jedoch die Vergleichbarkeit der zu ermittelnden Daten. Da fehlt es an eindeutigen Vorgaben und an den Klassifizierungen und an den Inhalten, wie es ausgemessen wird. Also welche Einheit und welches Bauteil wird wie ausgemessen. Unter anderem liegt das natürlich an den verfügbaren Klassifizierungen des Austauschformats IFC. Dort gibt es vorgefertigte Klassen. Darüber werden die Datenmodelle ausgetauscht. Das Format ist besonders praktisch, weil es international verwendet wird und für die Baubranche eigentlich Standard setzt. Jedoch basiert es auf der Logik des Hochbaus. Also wir finden viele Bauteile des Hochbaus und müssen uns als Landschaftsarchitekten da irgendwo reinfinden. Das ist im Moment der Status quo. Ziel wäre es eigentlich, die guten Standardwerke unserer Planung in die IFC-Definition zu übersetzen und wo nötig neu zu definieren. Das geht eben über den EBKP, NPK und so weiter. Wir haben ja gut funktionierende Werkzeuge und die müssen einfach mit in diese Planung reingebracht werden. Und hier liegt ein großes Potenzial eigentlich für die Branche, weil wir die Definitionen und Anforderungen an unsere Modelle selbst entwickeln können und den BIM-Prozess somit selbst gestalten und steuern können. In der Branche ist deshalb gerade viel in Bewegung. Neben dem BSLA gibt es auch noch ein Bündnis aus 25 Landschaftsarchitekturbüros, die sich zusammengefunden haben und diesen Aufgaben eigentlich gerecht werden wollen. Es wird dort eigentlich ein aktiver Austausch gepflegt und die Erarbeitung von wichtigen Themen wird dort beschlossen und in Arbeitsgruppen eigentlich weiter verfolgt. Und darin liegt eine Riesenbereicherung, sodass nicht jedes Büro eigentlich einzeln sich diesen Weg durch die BIM-Welt bahnen muss, sondern eigentlich gemeinschaftlich dieser Weg angegangen wird. Dann wird dort auch entschieden, welche Themen sind denn aus dem Alltag heraus, was ist herausfordernd in den Büros, wo müssen wir eine Schippe drauflegen oder wo fehlt es an Definition. Und das wird dort festgehalten und dann Arbeitsgruppen gegründet. Im Moment laufen zwei. Spannend ist natürlich, dass genau die Themen dort behandelt werden, die wir heute präsentiert haben. Die Problemlösung und Herausforderung der Vortragsreihe heute eigentlich dort gelöst werden. Das ist eigentlich ein wichtiger Punkt. Das ist einmal die Entwicklung des Level of Information Need und die modellbasierte Kosten- und Mengenermittlung. Dabei sind Teilnehmer eigentlich aus branchenübergreifend vertreten. Also wir haben dort einmal die Lizenzgeber, dann eben Landschaftsarchitekturbüros, Kostenplaner, Architekten, Ingenieure und die Teilnahme an diesen Arbeitsgruppen ist eigentlich offen und das wäre somit eigentlich mein Aufruf, wer sich da berufen fühlt und interessiert ist am Thema und die Branche mitzugestalten, ist herzlich eingeladen und kann da mitwirken und für die Landschaftsarchitektur neue Standards setzen. Das war jetzt eigentlich unser Input zum aktuellen Stand von BIM in der Landschaftsarchitektur. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf eine spannende Diskussion. Danke. Vielen Dank für diesen spannenden Input. Ich bitte Herrn Christian Graf auch auf die Bühne. Die Diskussion per Livestream, ich weiß nicht, ob Fragen vielleicht von auswärts schon eingeblendet sind, so eingetroffen sind. Stella hat das Mikrofon, um die Fragen im Publikum zu bedienen. Genau, ich sehe, da ist noch nichts im Chat drin. Vielleicht sind Fragen aus dem Publikum, die nach diesem spannenden Input gerade unter den Nägeln brennen. Oder müssen Sie es zuerst noch setzen lassen? Dann würde ich einfach gerne noch kurz anknüpfen,
was Ludger am Schluss noch gesagt hat, denke ich, das finde ich sehr spannend, dass er in der Landschaftsarchitektur eigentlich, wie er gesagt hat, für diese klassischen Planung, da ist eigentlich ziemlich vieles klar. In der BIM-Planung ist es so wie eine Wolke, man ist noch ein bisschen in der Luft. Dass sich trotzdem da diese Landschaftsarchitekturbüros zusammengetan haben, gesagt haben, ja, wir nehmen uns dieser Aufgabe an. Und ich glaube, das Spannende ist ja auch, dass da diese Kooperation unter Landschaftsarchitekten sehr fruchtbar ist. Also das heißt, dieser Austausch unter den Büros, den man vielleicht früher auf einer anderen Ebene gepflegt hat, jetzt wirklich auch auf einer Ebene dieser BIM-Planungsmethode geht. Wie lösen wir diese Themen, wie lösen wir diese Standardthemen in der Gruppe und nicht jeder in seiner Kammer? Vielleicht kannst du noch etwas zu dieser BIM-Arbeitsgruppe sagen, zu dieser Dynamik, die da entstanden ist. Natürlich, also eben, wir denken halt, das ist im Moment noch der Punkt, was viele Büros davon abhält, eigentlich da aktiv mit einzusteigen, dass es nicht genau klar ist, in welche Richtung arbeiten wir da. Und da gibt es halt noch nicht die Standards. Und in dieser Gruppe wird halt gefördert, der Austausch unter den Büros. Es gibt eigentlich nicht mehr jeder, der dann so seinen eigenen Brei da köchelt, sondern jeder schafft zusammen und tauscht sich da aus über den Stand, wo die Büros gerade stehen. Und das bietet einen riesen Mehrwert, weil, wie gesagt, da nicht jeder sich diesen Weg selber bahnen muss in diese Welt hinein. Und dass diese BIM-Planung kommt und dass die Methode, die Vorteile, die kennen wir alle, die sehen wir alle, dass man da den Schritt jetzt reinwagt, das wäre unheimlich wichtig. Und deshalb finden wir auch, ist die Kooperation innerhalb der Branche sehr, sehr wichtig, um diese Standards zu schreiben, damit jeder genau weiß, die Aufgabenanforderungen sind klar und wie wir anwenden, ist das klar und die Workflows sind etabliert. Und darüber tauschen wir uns eigentlich aus in der Runde, zweimal jährlich, und da werden die wichtigsten Themen bestimmt und in Arbeitskreisen eigentlich erarbeitet. Die treffen sich häufiger und dann präsentieren wir die Ergebnisse. Vielen Dank. Genau. Ja, vielleicht hier vorne. Wie ist denn der Austausch zwischen dem runden Tisch, also den Leuten, die drin sind, und jetzt Computerworks oder Autodesk, zwischen den Softwareentwicklern und dem runden Tisch? Wie ist da der Austausch und wie sieht es da aus bezüglich Standards und Vorlagen, die jetzt von der Software auskommen? Also, das ist ja vor allem auch interessant. Welche Vorlagen werden generiert für uns? Oder Richtig. Wie müssen wir das alles selber entwickeln? Ja. Gute Frage. Vielleicht. Möchtest du? Ja, okay. Der runde Tisch besteht nur aus Landschaftsarchitekten, oder? Da sind die Softwarehersteller nicht dabei, mal vorerst, aber die befinden sich dann, zumindest Computerworks in dem Fall, in den Arbeitsgruppen. Wir haben in der zweiten Arbeitsgruppe jetzt mittlerweile erreicht, dass die Computerworks die Schweizer Vorlage anpasst und da ein Datenset hinterlegt, das dann eine Kostenermittlung aus dem Modell ermöglicht. Also das ist bereits schon erreicht worden. Solche Standards werden nach und nach jetzt implementiert. Ja. Und man hat auch Gelegenheit, in diesen Arbeitsgruppen entsprechend Einfluss zu nehmen, ja, und solche Sachen auch anzumerken. Genau. Beantwortet das Ihre Frage? Vielleicht von mir noch ein Input. Ludger hat ja gesagt, dass diese klassische Planung zur BIM-Planung, die BIM-Planung soll uns am Schluss ja helfen. Es soll kein Berg sein, den man nicht erklimmen kann, sondern sie soll uns helfen. Also vielleicht auch hier den Aufruf, dass dieser runde Tisch, das sind nicht nur BIM-Cracks, die da dabei sind, es ist eigentlich jedes Büro willkommen, das sich mit der BIM-Planungsmethode auseinandersetzen möchte. Absolut. Ich glaube, dass hier als Appell, dass auch egal wie klein oder wie groß das Büro ist, dass man sich zu diesen Themen auch einbringen soll, respektive auch jetzt nicht nur die vier Herren hier auf der Bühne, sondern auch weitere Leute, die sich mit dieser BIM-Planungsmethode beschäftigen, eigentlich auch anfragen und angehen kann. Ich glaube, das zeigt eigentlich diese Kooperation, dass die Büros eigentlich offener werden, sich auch zu diesem Thema auszutauschen. Noch eine Frage aus dem Publikum. Ja, guten Tag.
Ist aus Ihrer Sicht auch in der Landschaftsarchitektur eine BIM-Planung, kann die kostenneutral sein? Aus Sicht Auftraggeber oder Generalplaner, kann man das so gestalten, dass es kostenneutral bleibt? Oder muss man zwingend mehr Aufwand vorsehen? Das ist jetzt die Honorarebene angesprochen. Honorare, die in der Landschaftsarchitektur, ob man... Also ideal wäre es natürlich, wenn wir mit den Leistungsaufwänden und der Vergütung klarkommen, die zur Verfügung steht, auch nach der klassischen Planung. Nur es gibt natürlich eine Prozessverschiebung. Das ist was, was wir eben gesehen haben. Das bildet das natürlich überhaupt nicht ab. Das Bauwerk wird relativ früh definiert und dort ist es im Moment so, man wird in den späteren Leistungsphasen bezahlt und geht sehr, sehr stark ins Risiko als Büro, dass man da schon sehr früh diese ganzen Standards definiert. Da benötigt es eigentlich noch wie eine Anpassung. Es muss da eine Synchronisierung geben der Honorarphasen und dass es dort abgebildet wird. Am Ende muss es einen Mehrwert darstellen für die Planer, aber auch für den Auftraggeber und für alle, weil wir natürlich effizienter arbeiten wollen. Danke. Ich glaube, das Ziel ist auch, wenn ich hier ergänzen darf, das war ja auch ein Input von dir oder von euch, dass die BIM-Planungsmethode am Schluss ja wie als Standard auch in der Landschaftsarchitektur mit den entsprechenden Hilfsmitteln etabliert sein kann und am Schluss uns die Kommunikation und die ganze Koordination auch vereinfacht und wir da den Mehrwert daraus gewinnen. Das ist noch eine Frage aus dem Publikum? Ja, genau. Hört man mich? Oh, super. Ja. Wie sieht denn der Austausch so über der Grenze aus? Also gibt es auch einen Austausch europaweit, weltweit? Ich denke mal, ja, Landschaftsarchitektur gibt es ja nicht nur in der Schweiz. Ich weiß nicht, vielleicht Christian, da ja, kannst du vielleicht etwas dazu sagen von der Forschung und Ausbildung her, das ist ein bisschen mehr vernetzt. Ich kann versuchen, das zu beantworten, aber der Austausch findet im Moment nicht genügend statt. Oder? Es versucht jedes Land, das selber zu entwickeln, auf völlig unterschiedliche Weise. Es gibt Länder, die das akademisch aufarbeiten. Die Schweiz ist ja sehr praktisch unterwegs, oder wir versuchen es mal und try and error. Und gewisse wird das staatlich auch verordnet, oder die andere Strukturen haben. Es passt eigentlich nichts zur Schweizer Bauwirtschaft. Das ist auch das Problem, oder? Das war ganz am Anfang eine Idee, oder? Wir kopieren dann einfach etwas von Großbritannien oder Frankreich oder Deutschland oder so, oder von Skandinavien. Und wir haben dann gesehen, dass das überhaupt nicht funktioniert. Oder sie haben andere Baustrukturen, sie haben auch andere Planungsabläufe und so. Und deshalb ist es eigentlich ja, an den Büros geschuldet, das zu entwickeln, zu erarbeiten. So ist im Moment der Stand. Oder? Also von dem her, Austausch nicht sehr groß. Und den wir haben oder als Hochschule haben oder haben müssen überhaupt, den können wir nicht übernehmen. Das ist der Punkt. Super, danke. Sind noch weitere Fragen aus dem Publikum? Ich sehe, im Chat regt sich nichts. Das ist gut. Das spielt kein Online. Ich glaube, was wir ja sehen, ist auch, dass in den letzten 2-3 Jahren eigentlich sehr viel passiert ist, auch in der ganzen BIM-Planungsmethode. Ich komme vielleicht immer wieder auf den gleichen Punkt zurück, aber ich möchte die Chance auch nutzen, dass wir gesehen haben, dass der BSLA, also am Anfang war es wie eine lose Gruppe von Landschaftsarchitekten, die sich dafür interessierten, die haben sich zusammengeschlossen. Der BSLA als Verband hat sich dann auch mit angeschlossen und ich sehe, also dass es geht immer einen Schritt weiter und was in den letzten 2 Jahren auch in der Sensibilisierung passiert ist und ich glaube auch das Interesse, dass so viele Leute jetzt hier sitzen, man sieht, es ist stetig wachsend und ich glaube, wir müssen das wir als Chance, auch wie Stuttgart gesagt hat, als Chance nehmen, als, in der Art, wie wir kommunizieren können, sehr früh schon unsere Interessen eigentlich kommunizieren können und das als Mehrwert nutzen, um sehr früh in der Planung eigentlich auch schon wahrgenommen zu werden. Und mein Input ist, verwehrt euch nicht der BIM-Planungsmethode, wenn Sie sagen, ja, alle Fachplaner machen damit, die Landschaftsarchitekten, ja, na, ihr müsst nicht
wir wissen ja nicht so genau, was ihr könnt etc., bietet euch an, sagt, nutzt es und sagt, ja, wir machen einfach, wenn wir haben ja dann noch alle Narrenfreiheiten, steigt ein, versucht es sehr unterschwellig und fragt nach den Ressourcen innerhalb des Verbandes, geht auf die Leute zu, die sich damit auskennen. Wir sehen hier aus verschiedenen Büros, die Fachhochschule vertreten ist und wir reden alle miteinander und der Austausch ist sehr gut, auch unter den Büros, wenn ich da teilweise auch Leute angerufen habe, waren die sehr offen und dieses vielleicht klassische Gartendenken, fangen wir jetzt ein bisschen auf, fangen wir an, aufzuheben, die Zäune einzureißen und eigentlich das Feld zu öffnen. Ich möchte euch da herzlich einladen, macht da mit und seht es als positive Chance. Ich möchte sonst die Fragerunde schließen und Norman Kiefer von der Regionalgruppe Nordwestschweiz noch das Wort übergeben. Danke vielmals. Hallo? Hört man mich? Gut, mache ich es halt so. Also, ich wollte mich noch bei allen ganz herzlich bedanken für die Vorträge. Hallo? Okay, schon besser. Ich wollte mich bei allen ganz herzlich bedanken für die Vorträge, für die Arbeit. Es steckt immer viel Arbeit dahinter, Abgleich untereinander und so weiter. Und da wollte ich noch einen kleinen süßen Gruß allen überreichen. Etwas Süßes, leicht Alkoholisches. Einfach dann heute Abend, wenn es nach Hause geht, vielleicht nicht gerade vor dem Auto fahren, aber sind sehr fein. Gleichzeitig möchte ich natürlich auch unseren Sponsoren, merci euch, unseren Sponsoren danken. Das ist Buri Public Elements, das ist Cimbelin Baustoff und auch Computerworks. Draußen sind vielleicht auch noch Damen und Herren von diesen Firmen dort, wo sie auch noch Informationen beziehen können, Prospekte beziehen, hat es draußen auch noch. Auch vom BSLA haben wir Prospekte auf dem Tisch. Bedienen Sie sich bitte. Und die Herren werden vielleicht auch noch draußen stehen und Fragen von Ihnen beantworten wollen, dürfen, können. Und ja, vielen herzlichen Dank. Muss ich gerade noch schnell mal spicken. In 30 Minuten geht es dann hier weiter mit dem nächsten Event von uns, vom BSLA. Und zwar mit der blau-grünen Infrastruktur der Schwammstadt. Da sind Sie alle auch herzlich eingeladen dazu. Und dann von 5 Uhr bis 6 Uhr heute Abend wird im Raum 1, das ist drüben auf der anderen Seite, wird die klimaangepasste Siedlungsentwicklung noch ein Thema sein. Dann um 18 Uhr gibt es dann gerade im Anschluss noch ein Apero, wo ich mich natürlich freuen würde, möglichst viele von Ihnen auch zu sehen. Und sonst wünsche ich Ihnen noch einen schönen Messebesuch. Vielen Dank und einen schönen Tag. Danke vielmals.